Ich versuche, so gut ich kann, euch heute ein bisschen was zu erzählen über Sandboxing unter Linux. Das heißt, die Idee ist, das hatte ich auch angekündigt, ich habe irgendwie Code, dem vertraue ich nicht so richtig und möchte den ausführen, weil ich den ausführen muss. Und möchte aber sicher gehen, dass der nichts anstellen kann mit meinem System, was mir nicht gefällt. Ein bisschen was zur Motivation, weil jetzt doch irgendwie neue Leute da sind, die das nicht auf gar keinen Fall wissen können. Warum ich das tue, ist, dass ich derzeit schreibe ein System für unsere Informatik 1, also die Programmiervorlesung, damit die Studis Lösungen abgeben können in diesem System und dann werden die durch eine Testsuite gelaufen und dann die Tutoren, wenn sie dann die Aufgaben korrigieren, wissen schon mal, okay, das kompiliert, die ganzen Sanity-Checks sind durch, das heißt, jetzt können wir uns ganz darauf konzentrieren, irgendwie, ob dieser Code gut geschrieben ist und müssen sich nicht mehr darauf, auf die Funktionale, also ob das tut, was es soll, konzentrieren. Das heißt, so ein bisschen meine Anforderungen daran waren am Ende irgendwie so ein bisschen, es muss halt wenig Overhead haben, weil irgendwie im Zweifelsfall am Tag vor der Abgabe 300 Informatikstudenten auf die Idee kommen, ihre Lösung hochzuladen. Und es soll möglichst nicht viel Komplexität haben, weil ich keine Lust hatte, viel zu arbeiten. Genau, ich habe zwei Dinge, glaube ich, vorbereitet, oder zweieinhalb, und werde da jetzt einfach direkt einsteigen. Das erste, was ich machen werde, ist SecComp, das steht für Secure Computing. Achtet noch nicht auf den Code auf dem Bildschirm. Die Idee hinter SecComp ist, dass man einen Prozess in diesen SecComp-Modus setzen kann und ab dann kann der keine Syscalls mehr machen, also keine System-Calls mehr, außer Read-Write, Exit und Sekretören. Das heißt, am Ende ist quasi alles, was der noch irgendwie machen kann, wenn er einmal in diesem Modus ist, ist irgendwie auf STDIN und STDOUT oder andere File-Dateien öffnen, die offen sind, schreiben oder lesen oder sich beenden und rudimentär Signals handeln, was wichtig wird, vielleicht später. Das heißt, ab dann kann der Prozess erstmal nichts mehr tun, weil ich meine, der kann keine Dateien öffnen, der kann keine anderen Programme ausführen, der kann nicht forken, der kann nicht exec, der kann gar nichts. Deswegen ist es eigentlich ein sehr sicherer Modus, der SecComp V1-Mode, und der ist auch relativ einfach zu implementieren. Ich gehe hier jetzt einfach mal kurz durch. Wir importieren erstmal so ein paar Header. Das ist übrigens alles C. Ich hoffe, die Sprachbarriere ist nicht allzu groß. Wenn ihr irgendwie was nicht versteht, was ich sage, erkläre, wenn ihr das nicht lesen könnt, dann sagt Bescheid. Was? Das hier ist. Achso, was? Achso, ja, das Dunkelblau kann man ganz schlecht lesen, aber wenn ich das andersrum mache, also den anderen Theme, dann kann man es noch schlechter lesen alles. Also dann kann man den ganzen Rest schlechter lesen. Schade! So, was wir machen, wie gesagt, ich habe es ja gerade erklärt, wir wollen diesen SecComp-Modus anschalten für den aktuell laufenden Prozess. Das tun wir einfach, indem wir so einen System Call machen, also einen Process Control System Call. Da kann man sich mal die Manpage so angucken und dann kann man da ganz viele tolle Dinge drin lesen. Und was uns halt interessiert, ist der SecComp-Mode, wo halt beschrieben wird, oh, das ist ein bisschen sehr schmal. Da wird genau beschrieben, was man machen kann, und was wir hier benutzen, ist eben der SecComp-Mode Strict, der eben genau das sagt, was ich beschrieben habe. Es gibt noch einen zweiten Modus, der später kam, den erkläre ich gleich. Also das heißt, wer irgendwie Langeweile hat, kann sich mal die Manpage anlesen, durchlesen und genau, wir machen einfach diesen System Call. Wenn der failt, dann sagen wir oh nein und hören auf. Und dann machen wir einfach mal, um zu testen, ob wir jetzt wirklich auch nichts tun können, exekutieren wir mal eine Shell. Das heißt, wir führen einfach eine Shell aus und wenn wir danach eine Shell haben, dann hat es nicht funktioniert und wenn wir danach keine Shell haben, dann hat es funktioniert. Und dann ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Also das heißt, das ist eigentlich alles, was man braucht für diese Form von Sandboxing mit einem kleinen Culprit, den ich gleich erkläre. Genau, und jetzt können wir das einfach mal kompilieren und kriegen irgendwo einen Syntax-Error. Ja, hier kriegen wir einen Syntax-Error. Es tut mir leid, weiß nicht, woher er kommt. Ich behaupte, ich habe es vorher getestet. Ich programmiere in letzter Zeit zu viel Go. Da braucht man die Klammer nicht. Genau, wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir, okay, er entert den SecComp V1-Mode und dann executet er eine Shell. Wir sehen übrigens, wir sind in dem Mode, in dem SecComp-Mode, aber wir können noch ausgeben, executing Shell.
Das heißt, wir können auf STDOut schreiben, aber dann kriegen wir einen Killed, also einen SIG-Kill vom Kernel, das können wir nicht ignorieren, wir sind sofort tot. Das heißt, sobald wir hier angekommen sind, stirbt einfach der Prozess instantan und kann nichts mehr machen, also bevor das Exec irgendwie passiert. Das heißt, das ist irgendwie so die erste sinnvolle, direkt mögliche Methode, um dafür zu sorgen, dass Prozesse nichts mehr machen können. Ein paar Notes zur Historie, das ist schon ziemlich alt, dieser Modus. Und der wurde erfunden, um Cloud Computing quasi zu ermöglichen. Also, dass ich irgendwie Rechenzeit verkaufe. Dafür ist halt dann wichtig, dass die Rechenzeit, die ich verkaufe, nicht auf meinem System Schaden anrichten kann. Deswegen läuft er dann halt in diesem SecComp-Mode, deswegen Secure Computing. Genau, aber das Problem an diesem Mode ist, was man, also wenn man irgendwie ein bisschen aufgepasst hat und sich so auskennt, ist, wir müssen Code schreiben, der diesen Code aus, der diesen Call macht, diesen Syscall. Das heißt, unser Prozess muss wirklich diesen Call machen, diesen Syscall, und erst dann ist unser Prozess sicher. Das erzeugt jetzt gewisse Probleme, wenn wir fremden Code haben. Weil wir haben fremden Code und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieser fremde Code, nachdem wir ihn kompiliert haben, als allererstes mal diesen Code macht, diesen Call macht, weil alles, was davor passiert, könnte bereits, ne, was auch immer tun. Das ist so erstmal gar nicht so einfach, gar kein so triviales Problem. Und was ich dann gefunden habe, ist die sogenannte Easy Sandbox. Das ist eine ganz clevere Lösung. Was die machen ist, die haben eine Library geschrieben. So, jetzt muss ich ein bisschen was erklären. Ach scheiße, das würde ich ja nicht aufmachen. Dass man, also das läuft ja so, wenn man irgendwie so ein C-Programm schreibt, stellt man sich das immer vor als Main ist so der Entry Point in mein Programm. Da fängt alles an. In Wahrheit stimmt das aber gar nicht, weil so ein Standardprogramm fängt gar nicht in Main an, sondern das fängt eigentlich mit dem dynamischen Linker an. Also der dynamische Linker startet, der lädt zum Beispiel die glibc, der lädt irgendwelche anderen Libraries, die man braucht, und erst dann springt er in diesen Main. Und was die jetzt gemacht haben, ist, die haben eine Library gemacht, die, also er springt in glibc main und glibc main springt dann in die Main, so rum. Sie haben eine Library gemacht, die enthält eine Funktion, glibc main, und in dieser glibc main wird dieser SecComm-Call ausgeführt. Und jetzt kann man unter Linux dem dynamischen Linker sagen, führe mal folgende, lade zuallererst diese Library, bevor du alles andere lädst. Und dann kann man damit gezielt einzelne Funktionen überschreiben durch eine eigene Implementation. Das kann man für ganz viele coole Sachen benutzen, sogar auch für Sandboxing, wenn man will. Und was die halt gemacht haben ist, genau, die machen einfach die starten als allererstes in dieser Library halt diesen SecComm-Call und dann laden sie die normale glibc main und dann kommt der normale Programmflow. Auch das kann man mal testen. Ich habe hier so ein Programm, Hello World, nee, genau, was wollte ich machen? Genau, das, was hier links ist. Ups, sorry. Ja, das führt einfach nur eine Shell aus und das können wir jetzt mal starten und dann kriegen wir direkt eine Shell. Also ich habe extra zwei unterschiedliche Prompts, das hier ist meine ZSA, das ist die Shell, die jetzt ausgeführt wird. So, und wenn wir jetzt einfach uns das mal anders angucken, ich habe das bestimmt noch irgendwo hier, genau. Jetzt können wir einfach sagen, okay, LD Preload, also lade zuerst diese ISO-Sandbox.so, easy-sandbox.so, Shared-Object, die liegt in dem Verzeichnis, und führe das dann aus. Und wenn wir das machen, dann gibt die Library uns erst aus Entering Second Mode for technical reasons, die ich jetzt nicht erkläre, und dann kriegen wir direkt so ein Killed. Das heißt, hier haben wir wieder genau das. Also das Erste, was wir irgendwie machen wollen, ist execen, aber es wird schon davor offensichtlich der SecComm-Call indiziert. Was ganz clever ist, und das ist tatsächlich jetzt auch das, was ich derzeit benutze in diesem System, wovon ich gesprochen habe. Also wir können uns später, also Leute, die es interessiert, den kann ich später mal erklären, warum zum Beispiel das hier steht und warum das so furchtbar clever ist, was die gemacht haben. Aber ich fand das ganz cool. Was? Ja. Genau. Das nächste ist jetzt, also das Problem an diesem SecComm V1-Mode ist jetzt immer noch, wir haben diese drei System Calls und die können wir ausführen, aber mehr nicht. Das führt natürlich dazu, dass es durchaus Gelegenheiten gibt, wo diese drei System Calls nicht reichen. Zum Beispiel benutzt die Chromium und Chrome auch eine Sandbox und da will man halt ein bisschen mehr machen können. Aber man will nicht alles machen können, sondern man will zum Beispiel einen Open erlauben, aber mit bestimmten Parametern. Oder, ne, oder einen F-Start erlauben, aber mit bestimmten Parametern nur.
Und dazu wurde dann kürzlich, also vor relativ kurzer Zeit in Linux 3.5, der SecCom V2 Mode implementiert. So, der ist ein bisschen komplizierter. Auch da brauchen wir ganz viele witzige Header. Und der funktioniert so, das erzähle ich einfach gleich. Das erste, was wir machen müssen, das sagt einfach diese Spezifikation. Bevor wir SecCom V2 benutzen können, müssen wir dieses Bit für unseren Prozess setzen. PR set no no pifs. Was das tut, das ist eine Technicality, warum man das braucht, aber was das tut ist, wenn man exact, kann es sein, dass man mehr Privileges hat als vorher, wenn man zum Beispiel ein setuid-Programm ausführt oder eins mit Capabilities. Und was dieser Call macht, der setzt einmal dieses Bit, das lässt sich nicht wieder löschen, und das sorgt einfach dafür, dass ein exec nicht zusätzliche Privileges erreichen kann. Das ist einfach nur dazu da, dass man nicht SecCom-Filter definieren kann für Prozesse, die dann mit höheren Privilegien laufen als man selbst. Was einem eventuell dazu bringen könnte, sowas wie sudo zu exploiten. Genau, und was wir dann machen ist, und jetzt kommt der Spaß, SecCom V2 implementiert Berkeley Packet Filter, um Syscalls zu filtern. Berkeley Packet Filter sind eine Erfindung, um Netzwerkpakete zu filtern. Also zum Beispiel wollt ihr sowas wie Wireshark, will ja irgendwie zum Beispiel auf einem bestimmten Interface folgende Ports abfragen, mitsniffen, aber andere nicht. Und dafür implementiert es dann installiert es diesen Berkeley Packet Filter. Das ist so ein virtuelles Programm. Es läuft auf so einer virtuellen kleinen Maschine im Kernel. Und dann werden die Pakete gefiltert, bevor sie den User Space erreichen, also das Programm erreichen. So, dafür wurde das mal erfunden. Und dann haben sich die Leute von SecCom, also die SecCom jetzt neu gemacht haben, mit der Version 2 gedacht, das ist ein total cooler Formalismus. Das ist nicht ganz Turing-vollständig, wird aber so gut für alles reichen, was wir wollen. Und haben einfach gesagt, okay, dann sagen wir doch einfach, ein Packet für uns ist jetzt ein Syscall mit den Registerinhalten. Und diesen Syscall, da kann man jetzt Berkeley Packet Filter drauf laufen lassen. Und der Packet Filter sagt dann halt statt, reich es weiter an User Space oder reich es nicht weiter, sagt er halt, kille den Prozess, trappe den Prozess oder lass ihn einfach laufen. Und das machen wir hier. Und das ist relativ kompliziert, deswegen gleich kommt ein bisschen Fnord, aber wir brauchen zuerst so ein paar Makros. Die sind nicht so furchtbar wichtig. Und hier fängt es dann nämlich an. Weil ich habe gesagt, Berkeley Packet Filter, das sind so kleine Programme, die auf einer kleinen virtuellen Maschine laufen. Das heißt, wir müssen Programme schreiben in unserem Programm und das ist quasi das, was hier passiert. Also wir sehen quasi, wir definieren uns so ein Kürzel, weil wir das gleich viel brauchen, allow syscall. Nee, wir sehen es nicht. Wir sehen es nicht? Shit. So, jetzt sieht man es kurz. So richtig gut kenne ich das Format auch nicht, weil das sehr low-level ist und man das nie benutzen wird in der Praxis. Aber wir sagen quasi, wenn wir mal annehmen, wir haben im Arbeitsregister die Nummer des Syscalls liegen, dann vergleichen wir, also dann jumpen wir, wenn der gleich ist, dieser Nummer, entweder um 0 oder um 1. Also entweder gehen wir zur nächsten Instruktion oder zur übernächsten. Und die nächste Instruktion ist halt return allow, das heißt return du darfst. Also man sieht, das ist so sehr Assembler-ähnlich. Das heißt, wir schreiben hier wirklich so ein kleines Programm, welches sagt, das ist quasi ein Snippet, welches sagt, vergleiche die derzeitige Syscall-Nummer mit der Nummer, die ich dir gebe und dann entweder allowst du es oder du machst weiter. So, jetzt kann man es nicht mehr lesen. Und jetzt machen wir ein größeres, also jetzt schreiben wir quasi das Programm, das ist ja nur so ein Snippet. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir extrahieren die Nummer des Syscalls. Das ist diese Load-Instruction, die lädt Syscall-Nummer, das ist weiter oben definiert, das lädt einfach aus diesem Paket die Zahl, die die Syscall-Nummer repräsentiert. Dann sagen wir, okay, teste, ob das SIG return ist. Wenn ja, allow es, ansonsten. Teste, ob es exit ist. Wenn ja, allow es, ansonsten. Teste, ob es exit group ist. Wenn ja, allow es, ansonsten. Teste, ob es und so weiter. Und wenn es das alles nicht ist, dann returne einfach kill. Okay, das heißt, was wir hier quasi implementiert haben, ist im Wesentlichen das Gleiche, was der SecCom V1-Mode auch macht, nur in komplizierter. So. aber man sieht irgendwie vielleicht, also, es ist quasi Assembler-Code, den man schreibt für so eine virtuelle Maschine, was ganz cool ist, finde ich, aber egal. Genau, dann brauchen wir noch die Länge unseres Filterprogramms.
packen das alles in so einen Struct, also unser Programm und die Länge packen in so einen Struct und reichen den dann über den Seccomp, wieder den PRCTL Set Seccomp, aber diesmal mit Mode Filter statt Mode Strict wie vorher und geben dem das Programm. Wenn das nicht funktioniert, sagen wir, ah, scheiße, und hören auf. Und ab dem Zeitpunkt jetzt ist quasi unser Filterprogramm los und das heißt, wir können nur noch das machen, was unser Filter sagt. Und jetzt testen wir das, indem wir einfach mal forken. Das heißt, wir erstellen einen neuen Prozess, ohne irgendwas auszuführen, sondern einfach nur, wir erstellen einen neuen Prozess. Das sollten wir jetzt nicht können. Eigentlich sollten wir jetzt wieder einen Kill bekommen. So, und auch hier können wir das jetzt wieder kompilieren. Und ausführen. Und stellen fest, invalid system call. Das heißt, genau das, was wir wollten. Yay! So, und um jetzt zu beweisen, dass das Ding aber was anderes ist als V1, sagen wir einfach, okay, dann allowen wir mal diesen System Call. Das heißt, wir fügen hier einfach mal eine Direktive hinzu. Wir allowen außerdem Clone, das ist der dem Fork zugrunde liegenden System Call. Kompilieren es nochmal und führen es aus und jetzt sagt er nicht mehr killed und so. So, das heißt, hiermit können wir, wenn wir hinreichend gut programmieren können, und es gibt tatsächlich Programme, die ein bisschen mehr human-readable Code übersetzen in dieses Format. Genau, damit können wir quasi programmieren, relativ feingranular, relativ mächtig, aber nicht ganz Turing-vollständig, was für Syscalls wir erlauben wollen und was nicht. Das heißt, damit können wir feingranularen Access machen. Damit wäre zum Beispiel das theoretisch denkbar, sowas zu machen, wie man darf nur auf temp-foo zugreifen und nicht auf alles andere oder so. Genau. Da das relativ kompliziert ist, wollte ich mich damit nicht auseinandersetzen und habe deswegen das alte benutzt. Und wenn es eine Programmieraufgabe in der NV1 geben wird, in der sagt, öffnen Sie folgende Datei, dann wird das alles gekillt werden und mein Betreuer haut mich. Aber ich habe ihn gewarnt. So, das letzte, was ich vorstelle, ist Namespacing. Wir haben schon mal über Namespacing was gehört, als es um das Network-Setup hier geht, weil wir das da auch benutzen. Und Namespacing ist einfach eigentlich ein Feature, welches quasi auf Prozess-Hierarchie-Ebene Systemressourcen isoliert. Das heißt, konkret kann man zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt für diesen Prozess einen eigenen Mount-Namespace anlegen. Dann läuft der Prozess einfach weiter, kann beliebige Dinge mounten, beliebige Dinge unmounten, was er will, aber diese Mounts und Unmounts haben keinen Einfluss auf den Rest des Systems, sondern sind nur in seinem Namespace gültig. Kinder von ihm sind dann im gleichen Namespace, Kindprozesse, und sehen die Mounts auch, aber zum Beispiel so mein X oder was auch immer sieht es halt nicht. Das führt insbesondere dazu, dass auch diese Prozesse nicht das sehen, was alle anderen sehen. Indem man zum Beispiel ein neues Dateisystem einfach nach Root mountet, in diesem Unternamespace, dann sieht er nur noch dieses Dateisystem. Er kann nicht mehr auf das umliegende Dateisystem zugreifen. Und damit, also, deswegen ist das ganz clever. Man kann verschiedene Namespaces anlegen, womit ich mich hier jetzt gerade, also was ich jetzt hier vorführen werde, ist Mount und Process-ID. Was wir da benutzen auf dem Router sind Network-Namespaces, das heißt, der Prozess kriegt quasi seine eigenen Network-Interfaces, das ist auch ganz cool. Es gibt Host-Name quasi, also quasi Host-Name-Namespaces und es gibt auch User-Namespaces, um eigene UIDs zu haben. Die sind deswegen ganz spannend, weil ab dann nicht privilegierte Nutzer Namespaces anlegen können. Die existieren aber noch nicht, weil die XFS-Leute das noch nicht eingebaut haben. Das kommt hoffentlich in ein oder zwei Linux-Versionen. Seit, ich weiß nicht, ich glaube seit 3.6, nee, seit 3.8 ist es eigentlich fertig. Aber die XFS-Leute machen es noch nicht, deswegen ist es per Default noch nicht aktiviert. Aber man kann einen Kernel ohne XFS kompilieren und dann hat man das. Naja, genau. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich versuche euch trotzdem durchzuwalken. Zuerst definieren wir Source Root, das kann man jetzt nicht lesen, aber ist auch egal, auf so ein Verzeichnis. Das kann man sich hier auch mal angucken, vielleicht nicht. Oh, falsches Verzeichnis. Genau, das liegt irgendwo hier. Oh. Das ist das. Da ist einfach ein debootstrapptes Debian drin. Und wo wir das hinmounten wollen, ist irgendwie nach New Root, da liegt derzeit noch nichts drin. So, wir benutzen bestimmte Mount Flags. Wir brauchen so ein paar Helper, die sind nicht so wichtig. Und dann habe ich so ein bisschen gerappt. Oh, das ist alles schlecht formatiert, weil mein Terminal vorher breiter war. So, das ist einfach nur eine Funktion, die erledigt halt das Mounten.
Das heißt, die bind-mountet zuerst unseren Source nach unserer Destination und muss dann aus irgendeinem Grund, ich bin mir bis heute nicht ganz klar warum, das nochmal remounten mit den gleichen Parametern, damit es wirklich read-only ist. Also bind-mounts, die du read-only machst, sind erst dann read-only, wenn du sie nochmal remountest. Was ein bisschen fnordig ist, aber was soll's. Genau, und mehr tut das eigentlich nichts. Das macht nur einmal Mount und einmal Remount und dann, ne, so. Und was tut jetzt unsere Main? Unsere Main sagt zuerst, nutzt ihr den Unshare Syscall. Der ist neu und der macht genau das. Der erstellt einen neuen Namespace für diesen Prozess. Und zwar sagen wir, wir wollen einen neuen Mount Namespace und wir wollen einen neuen Pit Namespace. Ab dann laufen wir in unserem eigenen Namespace, können also beliebig rummounten und beliebig rumforken und das umliegende System merkt nichts. Deswegen forken wir direkt. Aus diesem Fork kommt direkt Pit 1. Das heißt, wir machen einen Fork, erstellen damit ein Child. Dieses Child ist quasi init in dem neuen Namespace, ne? Also Pit 1. Unser alter Prozess lebt noch aus irgendwelchen Gründen in der alten Prozesshierarchie, aber das sehen wir gleich. Genau. Und dann in diesem Init-System, in diesem Init-Prozess, mounten wir einfach unser neues Root-Verzeichnis. Wir wechseln dahin und shrooten uns rein. Das muss man machen, damit man, also weil ansonsten kann man auf das aktuelle Verzeichnis zugreifen und damit auf das umfassende System. Ab jetzt nicht mehr. Dazu eine Side-Note. Manche Leute glauben Shroot, also Shroot sagt Change Root. Das heißt, man wechselt quasi in der Namensauflösung das Root-Verzeichnis auf ein anderes Verzeichnis, als es normalerweise ist. Das wäre bereits genug, um irgendwie sowas wie Isolation zu machen, ist es aber nicht, weil man aus einem Shroot immer trivialerweise ausbrechen kann, weil es nur die Namensauflösung beeinflusst und nicht wirklich, wie wir auf die Dateien zugreifen. Das heißt, man kann eine Datei öffnen, man kann cd.punkt machen, cd.punkt, cd.punkt und kommt damit raus. Ist halt schlecht. In diesem Fall geht das aber nicht, weil wir unseren eigenen Mount Namespace haben. Und das ist halt wirklich Root für den. Das heißt, der kommt da nicht raus. Er kann es auch nicht endmounten oder so, weil es ist ja gemountet und es ist Root. Das heißt, es ist immer busy. Das heißt, damit haben wir ihn relativ gut erstmal eingesperrt. Das ist übrigens alles noch kein Code, den man so wirklich benutzen würde, da muss immer noch mehr zu und mehr Details und so, das ist nur zur Illustration. Genau, aber auf jeden Fall, dann mounten wir noch PROC und SYS, weil jeder weiß, dass man PROC und SYS manchmal braucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wir spawnen jetzt einfach mal in diesem Namespace von init aus eine Remote Shell und mit der können wir uns dann so ein bisschen umschauen. Und mal gucken, was auf diesem System so läuft, also in diesem Namespace. Das heißt, wir forken einfach noch einmal, exiten so einen Airshell, das ist eine kleine Remote-Shell, die ich geschrieben habe, die dann einfach schon in dem richtigen Verzeichnis liegt und so. Die können wir dann exiten und dann warten wir einfach, bis es fertig ist und Dings. Genau, also so kompliziert nun auch wieder nicht. Man macht einmal diesen Unshare-System-Call, dann forkt man einmal und dann läuft's. Genau, dann kann man das kompilieren. Jetzt kann man das mal laufen lassen und stellt fest, oh, could not create mount and pit namespace, operation not permitted, weil ich habe leider keine User namespaces. So, deswegen führen wir das als root aus und stellen fest, Sekunde, connection refused. Das war auch klar, dass das jetzt kommt. Gerade eben dachte ich noch, ich muss dran denken. So, das heißt, zuerst machen wir mal Port 4444 auf, der ist hart gecodet. Genau, und dann machen wir das nochmal. Aus Gründen, die... So, jetzt sagt er nicht mehr could not connect. Genau, das heißt, wir sehen, was passiert. Diese Messages geben immer zuerst ihre PID aus und dann eine Nachricht. Genau, also was passiert? Wir sehen Unsharing Namespaces, dann forken wir das Init des neuen Namespaces. Dann sind wir in PID 1. Und sagen Mounting RootFS, also wie angekündigt, hier ist der Prozess denkt jetzt, oh, ich bin init. Mounten PROC und Mounten SYS und dann forken wir eine Remote Shell. Jetzt können wir hier so Dinge eingeben wie LS und sind in unserem Namespace. Gut, das erste, was ich gesagt habe, ist, Mounts sind hier nicht sichtbar. In URoot haben wir eigentlich hingemountet, aber da liegt gar nichts drin. Ne? Das heißt, das erste, was wir sehen ist, wow, wir haben nach New Root was gemountet, aber dadurch, dass es in dem anderen Namespace ist, sieht man es von hier aus nicht. Das zweite ist, wir können uns hier angucken, was so gemountet ist und stellen fest, okay, es ist Root gemountet und PROC und SYS. Wenn man hier mal anguckt, was gemountet ist, ist halt 100.000 Scheiß gemountet.
Ne? Das heißt, man sieht, okay, man hat schon sauber separierte Dateisysteme, man kann ja auch einen PS machen und stellt fest, okay, hier läuft init, also der heißt natürlich noch unshare, hier läuft jetzt unsere Shell und hier läuft das PS, was ich gerade gestartet habe mit PID 0. Genau, und jetzt kann man sich das auch hier mal angucken und stellt fest, okay, das hier ist quasi der init, der hat hier eine ganz andere PID und das ist unsere Shell, die hat auch eine ganz andere PID als 2. Das heißt, wir sehen von außen die Prozesse noch, können darauf zugreifen, können sie killen, können sie verschieben, was auch immer wir wollen, in C-Groups packen oder was auch immer. Aber von innen sehen wir halt nur die Prozesse, mit denen wir klarkommen. Was hier zum Beispiel jetzt noch geht, was eigentlich nicht gehen sollte, ist das. Und ab dann können wir halt irgendwie uns Dateien angucken und tatsächlich tauchen sie dann hier auf. Das heißt, wir haben zwar read-only gemountet und sind da extra durch Hoops gesprungen, aber wir können das trotzdem einfach read-write remounten und dann können wir wieder draufschreiben. Das geht auch, also unter anderem, das geht auch weg, wenn man mal User-Namespaces hat, weil die haben den zusätzlichen Nebeneffekt, dass wenn man sie als normaler User erstellt, man damit nichts machen kann, was, also selbst wenn man in dem Namespace PID UID 1 ist, kann man damit nichts machen, was nicht der User, der ihn erstellt hat, gemacht hat. Insbesondere kann man zum Beispiel nicht mounten. So, oder man macht halt einfach so einen Read-Only-Image oder so. Genau, aber ungefähr so funktioniert dieses Unshare, beziehungsweise Linux-Containers. Da gibt es High-Level-Libraries, die das alles wrappen, die auch diesen ganzen Scheiß machen, über den ich gesprochen habe, dass die das wirklich sicher machen. Es gibt einen libvirsch-Backend dafür und ja. Das finde ich eine ziemlich coole Technologie, weil sie genau null, also sie hat 3 Syscalls oder so Overhead, aber die Prozesse laufen danach einfach ganz normal, wie jeder andere Prozess, genauso schnell, aber trotzdem sehen sie das umliegende System nicht. Also es ist nicht sowas wie eine virtuelle Maschine mit Virtualisierung, es ist auch nicht sowas wie eine virtuelle Maschine mit quasi geshared Kernel, weil man muss nicht quasi ein System booten, sondern man kann einfach einen Prozess starten und der läuft dann in den neuen Namespace, so wie wenn man irgendeinen Prozess startet. Das heißt, man hat so gut wie keinen Overhead, was ich ganz cool finde, ja? Aber es ist doch quasi trotzdem eine Virtualisierung zumindest der PID hier. Also das, was wir gesehen haben, weil wir auf der einen Seite innen drin die PID 1 scheint und außen 21.000 irgendwas. Ja? Was, wie definierst du für dich Virtualisierung? Das ist, naja, also das ist sowas ähnliches wie das Registry Mapping in der CPU. Ja? Für deinen Prozess, der rechnet, sieht es gerade so aus, als würdest du Register 1 verwenden, aber in echt ist es ein anderes Register. Okay, ja, kann man so sehen. Ist eine Frage der Definition von was ist Virtualisierung. Also, ich persönlich würde es nicht Virtualisierung nennen. Aber wenn man das so sehen will, wie du es sehen willst, dann kann man das so sehen, ja, sorry. Ja. Genau, das ist so ungefähr alles, was ich jetzt vorbereitet habe. Ich habe auch viel zu lange geredet schon wieder. Es gibt noch ganz viele andere unglaublich coole Themen, sowas wie, wie funktioniert eigentlich diese LD-Preload jetzt wirklich? Damit kann man nämlich auch sandboxen, wenn man will, so ein bisschen. Man kann sowas machen wie ptrace, was zum Beispiel Debugger benutzen, um eure Programme zu debuggen. Die kann man auch zum Sandboxen benutzen, diesen System Call, was auch ganz cool ist. Man kann sich über virtuelle Maschinen unterhalten, man kann sich noch viel mehr über Container unterhalten. Und über C-Groups wollte ich eigentlich auch was sagen, aber habe es dann nicht geschafft. Aber das ist so als Einstieg und wenn man irgendwie sich interessiert, kann man sich ja weiter unterhalten und mich fragen oder so. Ja. Fragen?